Die erste wirklich spürbare Veränderung nach meiner HIV-Diagnose hatte mit Sex zu tun. Genauer gesagt, ich wollte nie wieder Sex haben. Warum das so war, wie ich es geschafft habe, wieder einen entspannteren Umgang mit dem Thema Sexualität zu finden und wie mein Sexleben heute aussieht, das sind die ganz schön viele Sex-Themen in diesem Video. Hallo bunte Abonnentenwelt, Iran Laubikus hat folgendes kommentiert: Mich würde interessieren, wie dein Sexleben aussieht, hat sich etwas durch die Infektion verändert? Und das ist eine ziemlich gute Frage, denn in dieser Reihe HIV-Positiv berichte ich ja chronologisch aus meinem Alltag mit dem HIV-Virus und der Kommentar stand unter meinem letzten Video, das gleichzeitig auch das erste dieser Reihe war. Da erzähle ich unter anderem, wie ich mich infiziert habe, welche Symptome ich hatte, aber auch wie ich die Diagnose bekam. Und wenn wir jetzt in dieser Reihe einen Schritt weitergehen, dann kommt genau das, und das ist auch das erste, an das ich mich erinnern kann, dass sich beim Thema Sexualität was verändert hat. Eigentlich ging das aber noch ein Stück weiter. Ich hatte nach meiner Diagnose nicht nur wochenlang keinen Sex, ich habe mich nicht mal selbst befriedigt. Irgendwie hatte ich Angst vor dem Moment, wenn ich einen Orgasmus bekomme. Irgendwie hatte ich Angst davor und habe mir das so vorgestellt, wenn ich jetzt abspritze, ob beim Sex oder wenn ich mir einen runterhole, dann verändert sich mein Sperma und die HIV-Viren tauchen irgendwie auf, zeigen mir den Mittelfinger, lachen mich aus und machen sich einfach über mich lustig, machen mich lächerlich. Aus meiner Sicht hatte das zwei Gründe. Erstens, dadurch, dass ich meinen Sperma sehe, wurde quasi sichtbar, dass ich jetzt dieses Virus in mir trage. Ich konnte mich also nicht mehr irgendwie wegdrehen oder davor wegducken, mich damit auseinanderzusetzen, dass da jetzt etwas in mir ist, was ich da eigentlich nicht haben will. Und zweitens habe ich mich damals als große, große Gefahr gesehen und vor allen Dingen meine Körperflüssigkeiten, weil die natürlich als Übertragungsweg dienen. Also das betraf nicht nur Sperma, sondern auch Blut zum Beispiel. Und ich hatte wirklich große, große Angst, andere Leute gefährden zu können. Diese beiden Eindrücke haben eine ganze Zeit lang angehalten und deswegen habe ich mich wirklich über lange Zeit sehr schwer mit dem Thema Sex als auch Wichsen getan. Aber das Video heißt ja jetzt, ich wollte nie wieder Sex haben und nicht, ich will nie wieder Sex haben. Es hat sich also was verändert. Und man kann sich das so ein bisschen wie eine zweite Pubertät vorstellen, durch die ich gegangen bin. Ich würde sagen, Pubertät ist ja immer ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, weil man Veränderungen an sich feststellt, weil man schon an sich rumspielt und merkt, einerseits macht mich das geil, aber andererseits auch ein bisschen davon abgeschreckt ist, weil man das nicht kennt, weil das neu ist. Und genauso war es nach meiner HIV-Diagnose auch, dass ich schon gemerkt habe, eigentlich ist es ein Bedürfnis von mir. Es ist nicht so, dass ich plötzlich asexuell war, auf gar keinen Fall. Aber ich habe gemerkt, ich habe das Bedürfnis, aber im Moment ist irgendwie das Unwohlgefühl, was damit einhergeht, größer als das Lustgefühl. Also ich empfinde schon Lust, aber das andere, nämlich das, was mich ekelt, ist so viel größer, dass diese Lust irgendwie nicht so durchdringt, dass ich das genießen kann. Ich mache jetzt wirklich keine Witze. Also es war echt so, dass ich mich an mich selber wieder rantasten musste. Und zwar wirklich so beim ersten Onanieren wie in der Pubertät. Ich habe mich super unwohl gefühlt, ich war super verwirrt. Ich wusste nicht, gefällt mir das oder nicht. Eigentlich hat es mir nicht gefallen. Ich habe trotzdem weitergemacht, weil irgendwie war da doch was. Ein gewisser Reiz, den ich nicht verlieren wollte. Habe dann nochmal und nochmal und nochmal gewichst. Und irgendwann, ich weiß nicht nach dem wievielten Mal, aber es hat ziemlich lange gedauert, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen und so eine ganze Last ist von mir abgefallen. Und ich merkte, so schlimm ist es gar nicht und irgendwie ist es schon geil, ich mache das gerne und ich brauche das auch. Ich weiß, dass meine Videos manchmal den Eindruck machen, als ob das alles so super easy war. Also das liegt natürlich auch daran, dass das 8,5 Jahre her ist, dass ich älter bin, dass ich selbstbewusster bin. Und deswegen, um nochmal zu verdeutlichen, wie schlimm das wirklich für mich war, die ersten Male, nachdem ich einen Orgasmus hatte, also die ersten Orgasmen nach der Diagnose, haben mich wirklich zum Weinen gebracht. Ich habe kurz danach angefangen zu weinen. Ich habe sofort Papiertaschentücher genommen, das Ganze abgewischt. Ich bin sofort unter die Dusche gesprungen, habe mich von oben bis unten abgewaschen, weil ich glaube, ich habe das als Schmutz empfunden. Also ich fand das so ekelerregend, ich fand das so ekelhaft, dass ich das Ganze abwaschen und reinigen wollte. Und das verdeutlicht, glaube ich, nochmal, dass ich gar nicht akzeptieren konnte, dass da was in mir ist, was nicht mehr weggeht. Denn es bleibt ja in mir auch, wenn ich es oberflächlich abwasche. Mit der Zeit habe ich das dann hinbekommen. Es hat wirklich, wirklich ein bisschen gedauert. Kann auch nicht genau sagen, wie. Ich glaube, es war einfach immer wieder ausprobieren, immer wieder sich auch drauf einlassen. Ich weiß noch beim ersten Mal, als es so war, dass ich gesagt habe, ich mache das nie wieder. Ich wichse nie wieder. Das war so schlimm für mich. Ich mache das einfach nicht. Ich weiche der Situation aus.
Aber ich habe mich immer wieder getraut, mich darauf einzulassen und mich dem zu stellen. Und das hat, glaube ich, im Endeffekt dann auch geholfen, so dass ich dann irgendwann wieder zumindest das Wichsen als allerersten Schritt genießen konnte. Außerdem habe ich erkannt, dass ich keine Gefahr bin. Ich habe erkannt, dass ich Sex haben darf, dass ich auch Spaß am Sex haben darf, dass andere Spaß am Sex mit mir haben dürfen. Auch das war ein Prozess, auch das hat lange gedauert und es war sehr viel schwieriger. Wir wechseln jetzt quasi, also wenn ich davon spreche, dass ich eine Gefahr sein könnte oder dass ich Angst davor hatte, eine Gefahr zu sein, darüber, dass andere Menschen jetzt auch involviert sind. Also es geht jetzt um Sex, nicht mehr nur ums Wichsen. Und das war schwieriger, weil ich mich wieder meinen Ängsten stellen musste, aber diesmal im Beisein anderer Personen. Und das ist prinzipiell für mich, ich denke auch für jeden Menschen, immer schwieriger, weil man sich natürlich auch irgendwie schämt, weil man irgendwie Angst hat, was falsch zu machen, wenn andere Leute dabei sind. Das Gute aber ist, dass man natürlich nicht alles direkt hart auf hart kommen lassen muss. Also man muss jetzt nicht 100% volle Power durchstarten und alles geben, sondern man kann auch das ganz langsam und in seinem eigenen Tempo entsprechend angehen lassen. Ganz genauso wie in der Pubertät. Für mich ist Sex mehr als Ficken. Dazu gehört, den ganzen Körper mit einzubeziehen, sich zu küssen, sich zu streicheln, sich zu berühren, zu lecken. Es geht nicht immer nur um Penetration, sondern es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, die man auch noch machen kann. Und entsprechend habe ich erstmal mit anderen Dingen angefangen und das hat mir sehr, sehr geholfen. Vor allen Dingen küssen. Ich kann euch nur sagen, genießt es zu küssen. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Und es ist wirklich was sehr Sexuelles und sehr Sinnliches. Das habe ich tatsächlich auch dadurch erst kennengelernt. Das habe ich vorher nicht so wahrgenommen. Und dann ging es ein bisschen weiter mit ein bisschen Petting und hier und da, bis es dann auch mal natürlich wieder zur Penetration kam. Ich möchte Penetration auch gar nicht schlecht reden, ist auch was ganz, ganz Tolles natürlich, aber sie ist einfach nicht alles. Und mir hat es sehr geholfen, dass es mehr als das gibt. Auch Dinge, die mich weniger oder die ich weniger abschreckend fand zu dem Zeitpunkt und somit leichter machen konnte. Dann hatte ich irgendwann auch wieder Sex mit Penetration. Yes! Und ich hatte vergessen, wofür Kondome da sind. Ganz ehrlich, Kondome benutzt man natürlich auch, wenn man nicht weiß, ob der andere was hat. Und manchmal hat man dann die Situation, dass natürlich auch zwei HIV-negative Kondome miteinander benutzen. Aber prinzipiell sind Kondome dafür da, sich vor HIV zu schützen. Dazu muss HIV im Spiel sein. Ich war jetzt HIV-positiv und Kondome waren doch genau für diesen Fall gemacht, dass jemand mit mir Sex haben kann und sich mit Kondom schützen kann, um sich nicht anzustecken. Super! Und dann habe ich noch von etwas gehört oder etwas erfahren, das mich eigentlich noch mehr erleichtert hat und das ich bis dahin nicht wusste. Eigentlich würde ich sogar sagen, dass es eine bahnbrechende Nachricht war. Ich werde demnächst noch ein Video zu meiner Medikamententherapie machen. Ich kann dank der Medizin gut und lange mit HIV leben. Und die Medikamente bekämpfen das Virus so stark, dass ich unter der Nachweisgrenze bin. Das bedeutet, dass man das Virus in meinem Blut nicht mehr nachweisen kann. Und dieser Zustand führt dazu, dass ich andere selbst beim Sex ohne Kondom nicht infizieren kann. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, das ist auch ein Hammer für viele von euch wahrscheinlich, für mich war es damals auch. Ich sage es nochmal auf ganz einfache Art und Weise. Ich bin heute jetzt in einer so guten HIV-Therapie, die so gut funktioniert, die mein Virus so gut bekämpft, dass ich niemanden infizieren kann, auch wenn ich beim Sex aufs Kondom verzichte. Damals war es so, dass ich noch nicht in Therapie war, aber alleine die Aussicht darauf, dass die Therapie dazu führen kann, dass ich andere nicht infizieren werde, war so eine wahnsinnige Entlastung. Das kann ich kaum in Worte fassen. Zu der ganzen Thematik, wie das genau funktioniert, warum das so ist, werde ich auch noch ein extra Video machen. Bis dahin habe ich euch ganz unten in der Videobeschreibung einen Link reinkopiert, wo ihr euch erstmal weiter über das Thema informieren könnt, wenn euch das interessiert. Für euch ist das sicherlich, oder für viele von euch ist das sicherlich sehr neu, genauso neu war es für mich auch damals. Und durch dieses Wissen konnte sich all das, was ich empfunden habe, dieses ganze "Ich bin eine Gefahr", irgendwie auflösen. Beim Sex übrigens geht es genauso wie beim Wichsen darum, dass es ein Prozess war. Diese ganzen Informationen, die ich bekommen habe, ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die schon länger HIV-positiv sind. All das hat mir sehr geholfen, mich auszuprobieren, mich zu informieren, mich auszutauschen. Das hat mir alles geholfen, um wirklich besser mit diesem ganzen Thema umzugehen. Mein Sexleben heute ist eigentlich wie vor der Diagnose. Meistens wollte ich sagen, manchmal nicht so toll, nicht meistens, manchmal, Gott sei Dank mal manchmal. Manchmal nicht so toll, manchmal super geil, manchmal durchschnittlich. Manchmal gibt es Highlights und manchmal eben nicht, aber wenn es halt nicht so ist, dann liegt es nicht an HIV, sondern an anderen Dingen. Dann passt es einfach nicht oder der Tag war falsch oder der Ort oder die Uhrzeit. Keine Ahnung.
Ganz allgemein finde ich, dass das eigentlich jeder machen sollte, so wie ich es durch meine HIV-Diagnose, die quasi ein Anlass war, gemacht habe, nämlich sich selber ausprobieren, zu gucken, was man mag und was man nicht mag, sich langsam ranzutasten, wenn man was interessant findet, wenn man merkt, ich empfinde für bestimmte Dinge Lust, ich habe bestimmte Dinge, die mir Spaß machen und gleichzeitig finde ich das komisch, vielleicht weil ich das pervers finde, weil ich Angst davor habe oder weil ich mich komisch fühle, dann sollte man das nicht dazu führen, dass man das einschränkt, sondern dann tastet man sich halt ganz langsam ran, sucht sich vielleicht jemanden, mit dem man das ausprobieren kann, dem man vertraut und guckt, dass man das irgendwie ausprobiert einfach und hinbekommt. Das ist allemal besser, als ganz darauf zu verzichten, sich auszuprobieren und im schlimmsten Fall auch ganz darauf zu verzichten, Sex zu haben. Also, go for it! Ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, welche Themen euch zum Leben mit HIV interessieren. Schaut die anderen Videos, abonniert mich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich bin raus für heute, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.